Ich möchte nun die normalen Formen einer Ebene in GeoGebra 3D verdeutlichen. Dazu möchte ich die Gleichung verwenden, wie sie zum Beispiel hier auch in GeoGebra vorgegeben ist. Das heißt, ich habe den normalen Vektor n. Ich habe einen beliebigen Punkt auf der Ebene a, beziehungsweise den Ortsvektor dorthin klein a. Und der Vektor r zeigt auf einen Punkt R groß R, der in dieser Ebene variabel liegt. Zum Zeichnen der Ebene verwende ich dieses Werkzeug hier, Konstruktion einer senkrechten Ebene zu einer gegebenen Gerade bzw. Vektor und einem Punkt. Das heißt, ich muss einen Punkt einzeichnen. Und ich brauche einen Vektor, den zeichne ich von diesem Punkt aus. Und die Punkte bewege ich etwas nach oben. Und dann zeichne ich damit die Ebene. Die Lage der zwei bestimmenden Punkte kann ich natürlich noch nachträglich verändern, wenn ich alles gezeichnet habe, damit es etwas günstiger liegt. Den normalen Vektor zu der Ebene, den habe ich ja jetzt schon eingezeichnet. Was ich brauche, ist ein Punkt R als Gleiter auf der Ebene und ich brauche noch Vektoren von dem Fußpunkt des normalen Vektors sowie vom Ursprung aus. Hier Vektoren. Ich habe die Position der Gerade ein wenig verändert, damit ich besser an den Ursprung drankomme. Dem gebe ich den Namen O. Und dann zeichne ich mit dem Vektorwerkzeug von A zum Ursprung einen Vektor. Dann zeichne ich einen Punkt auf die Ebene und noch zwei weitere Vektoren zu verdeutlichen, dass ich hier einen rechten Winkel habe, nutze ich das Werkzeug zum Messen von Winkeln. Und damit das Ganze besser zu sehen ist, verändere ich das Aussehen der Vektoren hier, werde sie vor allem etwas dicker machen und unterschiedliche Farben verwenden. Ich möchte jetzt noch Mittelpunkte hier einzeichnen zwischen den verschiedenen Punkten, denn die Beschriftung ist zwar ja, teilweise mit LaTeX möglich. Damit ich aber eine einheitliche Schriftgröße habe, verwende ich hier das Textobjekt und das hefte ich dann jeweils an Mittelpunkte der Vektoren. Und dazu muss ich diese Mittelpunkte erstmal bestimmen. So, richtig günstig ist die Lage der Ebene nicht. Ich versuche sie noch ein bisschen zu verbessern. So, den Punkt B mache ich etwas kleiner, weil er ist ja nur dann zum Ändern des normalen Vektors gedacht, hat aber ansonsten keine Bedeutung. Das ist mein Punkt A. Die Beschriftung ziehe ich ein bisschen nach außen. Dieser Punkt hier, C heißt er noch, den benenne ich um in R. Und der Vektor, der hier unten drunter ist,
bekommt die Beschriftung Vektor R klein. Dieses hier ist ja der Vektor minus a. Das da ist der Vektor n. Und bei dem Vektor hier oben, das ist der Vektor minus a plus r oder r minus a. So. Was ich jetzt noch abschließend mache, ist, dass ich alle Punkte hier verstecke, die ich zum Befestigen von Text verwendet habe. Außerdem versuche ich, den Text so zu verschieben, dass er besser zu sehen ist. Und ich passe die Farbe der Texte jeweils an die Vektoren an, zu denen sie gehören. Da das Platzieren des Textes ein bisschen schwierig ist, wenn die Ebene im Weg ist, habe ich die kurzfristig unsichtbar gemacht. Und man sollte unbedingt auch die Zeichnung aus allen Richtungen mal anschauen, da die Position des Textes aus verschiedenen Richtungen eben unterschiedlich aussieht. So. Und damit ich ändere gerade noch mal die Farbe der Ebene, damit sie zu dem Punkt R passt. So, und jetzt habe ich schon die Situation, mit der ich das erklären kann. Ich könnte jetzt noch einen dynamischen Text einfügen, bei dem ich also die Punkte verwende, die Koordinaten von r, die Koordinaten des Vektors n, dessen Länge ich ja auch noch verändern kann. Und natürlich die Position von a.